Wir machen heute schon den vierten Teil der Serie für die Beweise der schriftlichen Tora. Wieso wir behaupten können, dass unsere Tora etwas Göttliches ist, wie wir es auch beweisen können, warum können wir es tun und die anderen für ihre Schriften können es nicht tun. Wir werden, so wie schon vorher erzählt, wir werden geben Unterschiede und Beispiele zwischen Lehavdil, unserer Tora und dem Neuen Testament und dem Koran. Der wichtige Punkt, das habe ich schon vorher gesagt, diese Vergleiche, die wir machen, und zu zeigen, was wie ist. Es ist nicht, um jetzt uns groß zu machen und die anderen herabzuwürdigen, sondern damit, es ist auch nicht an die Nichtjuden gerichtet. Also wir missionieren nicht, wir wollen nicht Andersgläubige zu unserem Glauben bringen, sondern für uns Juden, damit wir wissen, was wir in der Hand haben. Nur dafür ist diese Serie und eigentlich alle meine Schulungen geeignet. Also nicht jetzt, dass ich jemanden damit fertig machen will, sondern für uns zu wissen, was haben wir in der Hand. Wir haben gesprochen jetzt kurz auf einem Bein, was wir in den letzten drei Schurim gesagt haben, werde ich jetzt nicht sagen, das kann man nachher im Netz schauen. Wichtiger Punkt ist es, dass wir, um ein vollständiges Bild zu bekommen, um dass man keine Missverständnisse bekommt, dass man kein falsches Bild bekommt, man muss die ganze Serie von Anfang bis zum Ende angehört haben, zusätzlich auch die vorige Serie über die mündliche Tora. Das heißt, es ist eigentlich eine Fortsetzung von der vorigen Serie. Die mündliche Tora sind 7 Shiurim, die soll man sich anhören. Plus jetzt ist schon der vierte Teil, also die ersten drei sollte man sich anhören. Und dann, wenn man alle Shiurim von Anfang bis Ende, diese ganzen zwei Serien von Anfang bis Ende gehört hat, dann kann man ein vollständiges Bild bekommen. Und auch, dann wissen jetzt sehr viele, hören sich gar nicht den Shiur an und sind schon sofort beschäftigt mit den Kommentaren. Ah, was laberst du da? Bei uns ist es so und da steht so. Einmal, Chacham, ein Weiser, ein Gelehrter, zuerst zuhören, zuerst anhören, nachdem man alles angehört hat. Dann, wenn Fragen offen sind, ich bin bereit, besser, dass ich mit Gottes Hilfe Fragen zu beantworten. Aber besser, man konzentriert sich und hört zu, anstatt dass man ununterbrochen immer, aber wie, Fragen, besser, dass die werden beantwortet. Wir haben am Anfang gesagt, dass es gibt drei Gruppen, die behaupten, die Wahrheit in der Hand zu haben. Das sind wir Juden, die Christen und die Moslems. Und jeder das, was in seiner Schrift geschrieben steht. Wir haben als Beispiel gegeben die Geschichte mit Rotkäppchen, kennst du noch? Rotkäppchen mit drei Versionen. Die erste Version, das war, es war einmal, das war die typisch christliche Version, das heißt, die vier Evangelien, ja, die Matthäus, Markus, Lukas und Johannan, dann die Paulusbriefe, alle erzählen etwas, erzählen eine Geschichte, dass es war einmal. Also keine Zeugenaussage, sie waren nicht dort anwesend, sie sind selbst nicht eine Figur vom Spiel, sondern sie erzählen irgendeine Geschichte, die vorher war. Das Neue Testament ist erst nachdem Jesus gestorben ist, ist es entstanden. Das heißt, also, es ist eine Geschichte, die sie erzählen, wie wir genannt haben beim Rotkäppchen, es war einmal. Dann gibt es die zweite Gruppe, die behauptet, das sind die Moslems. Dort ist nicht das zweimal, sondern dort kommt jemand und erzählt, ich habe etwas gesehen. Es gab keine Zeugen. Er selber kommt und behauptet, der Mohammed ist gekommen und behauptet, er war in der Höhle und hat dort den Engel Gabriel gefunden. Und Engel Gabriel hat ihm den Koran rübergebracht und gesagt, das ist jetzt das neue Update und damit hat sich's. Das ist das, was sie behaupten. Wiederum auch da, das war die zweite Version von Rotkäppchen, wo jemand erzählt, ich habe gesehen. Da auch da, Mohammed kommt und erzählt, ich habe gesehen, ich habe gehört und so weiter. Dann gab es den
die dritte Version von Rotkäppchen, wo wir erzählt haben, dass wir alle Sitzenden haben Rotkäppchen gesehen und erzählen darüber. Das heißt, wir alle, das ist die dritte Version, das ist unsere Version von der Tora. In der Tora steht geschrieben, nicht jemand erzählt, dass damals war, nicht jemand erzählt, dass er gesehen hat, sondern alle, die dort waren, die dort in der Schrift jetzt geschrieben sind, alle sind Zeugen, die gesehen haben, die direkt die Offenbarung mitbekommen haben. Und das ist das, was war. Jetzt, also das sind diese drei Versionen, die jeder von seiner Schrift, also wenn man sieht im Neuen Testament, man sieht, also man erzählt über etwas, das damals geschehen ist. Wenn man sieht im Koran, er erzählt, was er selbst angeblich gesehen oder gehört hat. Wenn man sieht bei uns, dort wird erzählt, dass wir selbst, also die Anwesenden, die dort waren, alles mitbekommen haben. Nicht eine Person, 600.000 Männer zwischen 20 und 60, plus die Älteren, plus die Jüngeren, Frauen, Kinder, Erevrav, die Goyim, die mitgekommen sind. Dort redet auch die Schrift redet dort direkt zu den Menschen. Atem re'item, ihr habt gesehen, dass ich mit euch vom Himmel gesprochen habe. Atem re'item, ki min ha-shamayim dibarti imachem. Ihr habt es gesehen. Ja? Das waren diese drei Versionen, die es heute gibt. Dann haben wir auch erzählt, dass es gibt, und damit haben wir nachher den dritten Teil auch abgeschlossen. Es gibt drei Möglichkeiten, von wo unsere Tora, an die wir glauben, von wo sie gekommen ist. Könnt ihr euch noch erinnern, die ersten zwei, die haben wir letztens erwähnt, und jetzt kommt heute die dritte. Erste zwei Möglichkeiten, von wo die Tora gekommen ist. Möglichkeit 1 ist, dass es, so wie geschrieben steht, von Gott gekommen ist. Gott hat am Berg Sinai sich offenbart und uns die Tora gegeben. Und dort, genauso wie es geschrieben steht, Möglichkeit 1. Man kann sie nicht ausschließen. Um es auszuschließen, musst du dort gewesen sein und gesehen haben, das ist nicht wahr. Um etwas auszuschließen, das heißt, du musst überall gewesen sein, zu jeder Zeit gewesen sein oder zumindest zu der Zeit, wo es geschrieben steht, und gesehen haben, das ist nicht wahr. Also ausschließen kann man es nicht. Beweisen, wir kommen noch dazu, besonders schon zu den Beweisen, dass es so war oder nicht. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 war, die wir sofort ausgeschlossen haben, das war die Möglichkeit der Verschwörung. Möglichkeit der Verschwörung, wir haben erzählt, die Tora wurde geschrieben zur Zeit, zu einer sehr primitiven Zeit. Und zu dieser Zeit, wo Menschen Kinder geschlachtet haben, damit es regnet und Götzen gedient haben. Und es ist eine Gruppe gekommen und hat eine Verschwörung gemacht, irgendwas erfunden und dieses Buch geschrieben und deren Kindern weitergegeben und gesagt, schaut, macht das, was da geschrieben steht, damit ihr gute Menschen seid. Warum? Wenn sie sagen, dass sie es geschrieben haben, die Kinder werden sagen, macht das selber. Aber weil, deswegen haben sie geschrieben, das ist von Gott, etwas Göttliches. Und so, wenn man behauptet, dass etwas Göttliches ist, ist es einfach nachher, es weiter zu verkaufen den Kindern. Wir haben diese Theorie ausgeschlossen, dass es überhaupt nicht möglich ist, denn um eine Verschwörung, damit diese Verschwörung hält, da die Menge der Personen, die da mitspielen, die müssen mal alle mitspielen, und je mehr Menschen da in dieser Verschwörung mit beteiligt sind, desto schneller geht sie nachher auf. Und da es geht um eine ganze Generation. Das heißt, man muss irgendeine Geschichte einer ganzen Generation jetzt verkaufen. Ja. Damit es möglich ist, müssen in dieser Verschwörungstheorie müssen drei Generationen mitspielen. Das haben wir letztens mit einigen Beispielen gegeben. Da muss der Vater mitspielen, der Großvater und der Sohn. Weil wenn es kommt, der Vater, und versucht, sein Kind reinzulegen und sagen, schau, wir haben jetzt dieses neue Buch von Gott bekommen, dann wird das Kind fragen, Moment, okay, wir haben es von Gott bekommen.
wenn es so ist. In diesem Buch steht geschrieben, dass es gibt einen Moshe Rabbeinu. Wo ist Moshe Rabbeinu? Wo ist der Mann? Und wo sind alle anderen Sachen, die in diesem Buch geschrieben stehen? Er kann seinen Vater fragen, der Vater bringt es ihm rüber. Er kann den Großvater fragen, er kann die anderen Menschen von seiner Generation fragen. Und deswegen ist es unmöglich, dass diese zweite Möglichkeit überhaupt möglich ist. Das ist die Verschwörung. Das ist die zweite Theorie, die eigentlich auch niemand verwendet, weil sie logischerweise unmöglich ist einzuhalten. Du kannst nicht, wir haben den Abraham Lincoln zitiert, du kannst einen Teil der Menschheit, also einen Teil der Gemeinde, kannst du die ganze Zeit reinlegen. Du kannst die ganze Zeit einen Teil der Menschheit reinlegen, du kannst die ganze Menschheit nur eine Zeit lang reinlegen, aber du kannst nicht die ganze Zeit und die ganze Menschheit sie reinlegen. Geht nicht. Deswegen ist unmöglich, dass man die ganze Generation, drei Generationen zu dieser Zeit reinlegt. Verschwörung ist unmöglich. Und jetzt kommen wir zur dritten Theorie, die eigentlich von vielen verwendet wird, die wir auch später ausschließen werden. Also das stimmt auch nicht. Aber zu verstehen, was behaupten die Leugner, was behaupten sie, wenn sie zu uns kommen und mit uns diskutieren. Diese vierte Möglichkeit nennt man die plötzliche Landung. Was ist die plötzliche Landung? Es ist plötzlich, das Buch ist plötzlich gelandet. Wie? Eine sehr charismatische Person, ich gebe euch ein Beispiel, eine sehr charismatische Person sieht, dass leider Gottes die Menschheit schaut nicht gut aus. Es gibt viele Probleme, viele Sünden und die Leute benehmen sich nicht in Ordnung. Und er hat beschlossen, er schreibt so ein Buch. Er schreibt so ein Buch, wo geschrieben steht diese ganze Geschichte, wo geschrieben stehen all diese Gebote, wie man ein guter Mensch wird, alle Verbote. Jetzt, wenn er kommt selbst und es von sich selbst verkauft, ja, ich habe das geschrieben, niemand wird auf ihn hören. Was macht er? Er sagt, er geht jetzt irgendwo mit Bodedut, alleine sich irgendwie jetzt in den Bergen, in der Höhle, irgendwo alleine mit sich selbst zu konzentrieren und ein bisschen, wie sagt man das, ein gutes Gefühl haben, seinen Kopf reinigen und plötzlich, er findet das Buch des Volkes. Er kommt und sagt, schaut, ich habe gefunden das Buch mit der Geschichte von unserem Volk. Er hat das selbst geschrieben, ja. Ich habe gefunden das Buch von unserem Volk und das steht geschrieben, dass wir am Israel, wir sind bekommen bis Moshe Rabbeinu am Arsinai und Moshe kibbelt am Arsinai, Sarai Joshua den Ältesten, die Ältesten den Propheten Tanaim, Amoraim, Gelehrte, Rishonim, Achronim und dann kommt Rav Shamon Ophir und sagt, wir haben die Torah am Berg Sinai bekommen. Ja? Jetzt, die meisten Leugner, sie verwenden diese zweite Theorie. Wie gesagt, diese dritte Theorie. Die erste Theorie, die zweite Theorie, die wir gesagt haben, mit der Verschwörung, ist unmöglich. Jetzt. Auch diese dritte Theorie, auch die müssen wir ausschließen. Und wieso? Ein Kind, das adoptiert wurde, und bei einem gewissen Alter er erfährt, dass seine Eltern nicht seine wirklichen Eltern sind. Dieser Tag, an dem er das erfährt, ist dieser Tag wichtig für ihn oder nicht? Ein dramatischer Tag für ihn. Das sind die Eltern, mit denen ich aufgewachsen bin, das sind ja gar nicht meine Eltern. Das ist ein dramatischer Tag für ihn, den er nicht so schnell vergessen wird. Es hat mir jemand erzählt, ja. Letzte Woche, er hatte einen guten Geschäftsfreund, einer von unseren Bucharen. Er hatte einen guten Geschäftsfreund, ein Österreicher, nicht Jude. Und die machen viele Geschäfte zusammen und plötzlich ein hysterischer Anruf. Du, wir müssen uns unbedingt treffen. Makaram, was ist passiert? Unbedingt, ich habe was Wichtiges mit dir zu besprechen.
Er hat mit ihm sehr oft über Judentum diskutiert und geredet. Ich muss dir was erzählen, was? Er hat gesagt, dass er und seine ganze Familie, sie haben vor 5 Jahren gemacht einen DNA-Test, um zu wissen, von wo bin ich gekommen, gibt es solche Tests, was man macht. Er und seine ganze Familie haben gemacht einen DNA-Test und es hat sich herausgestellt, dass seine Frau ein Drittel Jüdin ist. Jetzt, wir verlassen uns nicht auf diese DNA-Test, um zu schauen, wer Jude oder nicht Jude ist. Ja. Es gibt den Giur und so weiter, also wir verlassen uns nicht darauf. Aber für ihn war das ein Schock. Meine Frau, er ist christlich aufgewachsen. Ganz von... Und... die haben das vergessen. Und jetzt, vor kurzem, 5 Jahre später, vor kurzem, er bekommt eine E-Mail von Los Angeles. Ein Jude namens Michael. Schon macht er das? Ein Jude namens Michael. Er kontaktiert ihn und sagt ihm, ich brauche deine Schwiegermutter. Ich will mit deiner Schwiegermutter reden. Was? Deine Schwiegermutter ist meine Schwester. Er ist ein Jude. Michael von Los Angeles ist ein Jude. Und seine Schwiegermutter von diesem einen Geschäftsmann ist eine Jüdin. Also nicht eine Jüdin, also sie ist die Schwester von diesem einen Juden. Was hat sich herausgestellt? Zur Zeit von der Shoah, der Vater von diesem Michael, er war 24 Jahre alt, ein junger Jude, der nicht so brav war. Er war nicht so brav und die Mutter von der Schwiegermutter, sie war schon 34 Jahre, sie war verheiratet, christlich-katholische Familie und sie hatte keinen Schlombeid gehabt mit ihrem Mann und irgendwie, irgendwo, der 24-Jährige war mit ihr zusammen und ist gekommen, diese Schwiegermutter. Das war für ihn ein Schock. Und jetzt, er sagt, er sieht auf das Gesicht von diesem Michael 1:1 die Schwiegermutter. Das Gesicht von ihm 1:1. Das heißt, beide haben denselben Vater gehabt. Jetzt für die Schwiegermutter, sie ist schon 70 Jahre alt. Sie ist fast in Ohnmacht gefallen. Als sie gehört hat, was, ich habe einen Bruder, ich will sehen, wer ist mein richtiger Vater? Man hat gesagt, der Vater ist in Jerusalem begraben. In Jerusalem ist er begraben, ein Jude, die sind nachher fromm geworden. Und ich will unbedingt ein Foto von ihm sehen. Man hat ihr gezeigt und sie, seitdem sie das gesehen hat, sie ist nicht bei sich. Wie? Ich habe bis jetzt gar nicht gewusst, wer mein Vater war, wer mein richtig biologischer Vater war. Es gibt noch eine Geschichte, jetzt, wenn wir schon darüber reden. Es haben sicher schon viele von euch diese Geschichte gehört, über den jüdischen katholischen Priester, Akomer Yehudi von Jaffo. Habt ihr gehört darüber? Uff, das ist. Er ist vor 2-3 Monaten gestorben. Gregory Pawlowski, sein richtiger Name Jakob, Gregory Pawlowski. Er, als er 8 Jahre alt war, zur Zeit der Nazis, die sind eingedrungen nach Polen und sein Vater ermordet, seine Mutter auch in ein Massengrab. Und er ist geflüchtet von einem Haus zum anderen, von Platz zum Platz und hin, bis nachher, am Anfang, seine Mutter am Anfang hat ihn gebracht zu einer katholischen Frau und gesagt, schau, er ist auch jemand von dem Volk, von dem, an dem du ihn anbetest. Also er ist auch von dem Volk von Jesus. Bitte rette meinen Sohn, mach von ihm mit, was du willst. Er soll für katholisch, aber Hauptsache er soll überleben. Und kurz gesagt, sollte man eigentlich nicht machen, aber man hat ihn, er ist von einem Haus zum anderen, von einem Platz zum anderen, bis am Ende, er wurde in einem katholischen Kindesheim aufgewachsen und langsam hat er gelernt, Christentum, bis er selber geworden ist, ein Vater, ein großer Priester. Er hat nachher jahrelang in der katholischen Kirche in Jaffo, war er dort Priester. Plötzlich erfährt, er wusste schon, dass er Jude war, am Ende, er hat das ganz vergessen. Am Ende irgendwie sein Bruder, der in Jerusalem gelebt hat, hat ihn kontaktiert und man hat ihm gesagt, du bist ein Jude. Er hat es schon ganz vergessen.
Mapitom, er war ganz aufgeregt, auf gar keinen Fall. Er erzählt über sich selbst, er sagt, ich wollte gar nicht sein, ich wollte kein Jude sein. Ich wollte nicht sein einer von denen, die Jesus umgebracht haben. Also das hat man denen eingeprägt. Ja. Und deswegen, es war für ihn ein Schock. Er sagt, ich will gar nicht darüber hören. Bis am Ende schon, wo er erfahren hat, dass er ein Jude ist, hat er gesagt, er hat gesagt, ich bin schon alt. Ich kann jetzt nicht diese Wende machen. Ich habe nicht die Kraft dazu, die Wende zu machen. Aber ich bitte, also er bittet, wenn er stirbt, er soll jüdisch begraben werden und man soll für ihn Kaddisch sagen und Mishnayot lesen und alles, so wie im Judentum. Ja. Das heißt, du siehst da jetzt jemand, der erfährt plötzlich, ich bin Jude. Oder ich bin, und noch dazu, er hat erzählt, dass man hat ihm damals bei dieser ganzen Lehre gepredigt, das sind diejenigen, die Jesus umgebracht haben. Und das sind der schwarze Schaf und so weiter. No? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja? Jetzt, wenn jemand kommt und behauptet, ich habe das Buch von unserer Geschichte gefunden, wird man nicht wollen, diesen Datum oder dieses Ereignis verewigen, dass man es nicht vergisst? Ja, selbstverständlich. Ja. So ein Ereignis, das man gefunden hat, das Buch unseres Volkes, das wird man nicht verewigen. Jeder von euch weiß, wir feiern 8 Tage lang Chanukka. Chanukka, es war ein Krieg gegen die Griechen, die Juden haben die Griechen vertrieben. Im Endeffekt, man hat kein Öl gefunden. Wegen dem kleinen Krüglein Öl, das gefunden wurde, wir stopfen uns 8 Tage lang voll mit Sufganiot. 8 Tage lang Sufganiot, wegen was? Einen Krüglein Öl, das man gefunden hat. Nun, und da, wenn man findet jetzt plötzlich, nach langer Zeit, man findet das Buch unseres Volkes, das Buch, das sagt, wer wir sind. Unser Dokument. Wird man das nicht verewigen? Wird man nicht sagen, oh, da muss irgendein Feiertag sein? Schau, wie viele Feiertage wir haben. Jeder Feiertag bezüglich irgendetwas, das geschehen ist. Purim, Chanukka. Da hat man das nicht gemacht. Und die Juden, die sind sehr, sehr stark bei diesen Sachen. Sachen zu verewigen, wir sind stark. Es gibt im Talmud, Baba Batra, gibt es eine Meinungsverschiedenheit über Iov. Iov, alle haben über Iov gehört. Rambam sagt, Iov, lo haya velo nivra, es gab kein Iov. Das Ganze ist eine Parabel, Mashal. Es gab kein Iov. Wie kommt Rambam dazu? Er sagt, es gibt im Talmud eine Meinungsverschiedenheit. Einer sagt, Iov war zur Zeit von Avraham Avinu. Der andere sagt, zur Zeit von Jakob. Der andere sagt, zur Zeit von Moshe. Der andere sagt, zur Zeit von David Amelech. Das heißt, wenn es so eine Meinungsverschiedenheit gibt, es kann nicht sein, dass es überhaupt ein Iov gewesen hat. Iov, sagt Rambam, Mashal. Es ist eine Parabel, eine Geschichte, damit wir daraus etwas lernen. Weil man ist sich nicht einig. Am Israel, in diesen Sachen, Sachen zu verewigen, wir sind da sehr, sehr stark. Es wird geschrieben, in Shechecha Batzibur, in der Gemeinschaft gibt es keine Vergessenheit. Wenn Aniyut Batzibur, auch die Aniyut, Armut in der Gemeinschaft, es gibt keine Armut in der Gemeinschaft. Obwohl wir Juden, wir waren seit unserer Existenz, waren wir verfolgt. Und immer, es gibt jetzt in Israel die Steuern über das Einweggeschirr und diese verschiedenen Steuern, die es gibt. Es ist schon nicht neu. Seit ewig, wir wurden verfolgt und seit ewig irgendwelche Steuern, die auf uns gelegt wurden. Und immer haben die Juden das Geld besorgt. Wie? Selber waren sie arm. Ein Aniyut Betzibur. Es gibt keine Armut in der Gesellschaft. In der Gemeinschaft gibt es keine Armut. Einer kann arm sein, zwei, aber gemeinsam, jeder gibt 1 Euro und zusammen ist es nachher viel Geld. Und genauso wie es gibt keine Armut in der Gemeinschaft, gibt es auch keine Vergessenheit in der Gemeinschaft. Der eine kann vergessen, der andere. Aber dass alle vergessen, das ist unmöglich. Darum, man sagt, wenn zu
Yom Tov, Chol HaMoed, Rosh Chodesh. Man sollte immer, aber besonders an diesen Tagen, sollte man in einem Minyan beten. In der Gemeinde beten. Warum? Weil wenn ich in der Gemeinde bete, in einem Minyan, ich werde nicht vergessen. Zusätzlich zu dem, dass immer irgendein Chico rausschreit, ja, lebe ja wo, ala nisim. Zusätzlich zu dem, allein, dass du betest in der Gemeinschaft, das bringt schon dazu, dass du nicht vergisst. Oder wir haben das vorher erzählt, in der vorigen Serie. Ilela Zaken, er ist von Babel gekommen nach Eretz Israel und es gab Bnei Betera, es gab dort eine Frage, ob das Pessach-Opfer man am Schabbat darbringen kann. Zu dieser Zeit waren die Fürste Bnei Betera, die Söhne von Betera waren die Fürste. Man hat sie die Frage gestellt, was? Sie sagen, ich weiß nicht. Wir wissen nicht, ob es erlaubt ist, am Schabbat das Pessach-Opfer darzubringen oder nicht. Da hat man gesagt, es gibt einen alten Hillel, einen alten Mann, er ist gekommen von Babel. Und er hat Shimesh, Shemaya und Avtalion. Er war der Schüler von Shemaya und Avtalion. Das ist die berühmte Geschichte, wo er keinen Antritt bezahlen konnte für den Beit HaMidrash. Und oben auf Dach ist gestiegen und dazu gehört die Torah-Lehren von Shemaya und Avtalion. Heutzutage, die Tore sind offen. Habt ihr Eintritt bezahlt? Gratis, man kann kommen, man kann gehen. Gibt es auch dazu Pizza manchmal? Ja. Damals, man musste Eintritt bezahlen, um zum Shiur reinzukommen. Wie viel hat er Eintritt bezahlt? Die Hälfte von seinem Tagesverdienst. Ist jeden Tag gekommen, die Hälfte von seinem Verdienst hat er den Shomer als Eintritt gegeben, um reinzukommen. Kein Geld, an dem Tag hat er kein Geld verdient, nicht reingelassen. Was hat er gemacht? Okay, einer von uns, Anus, wenn ich nicht kann, dann gehe ich nach Hause. Jeder lässt sich hinein. Er klettert aufs Dach und hört vom Dach, vom Rohr dort, hört die wahre Torah von Shemaya und Naftalion. Es war Winter, bis 1,5 Meter Schnee auf ihm aufgestapelt wurde und er ist fast erfroren dort. In der Früh, sie sehen, es ist dunkel, sie sehen, ein Mensch ist dort, die bringen ihn runter, haben aufgeheizt und ihn wiederbelebt. Er ist nachher gekommen nach Jerusalem und genau das, was er dort gehört hat, diese Lehre, er sagt, Kach mekublani mishmaya vavtalion, ich habe bekommen die Lehre von Shemaya und Avtalion. Pesach und so weiter, dass man darf am Shabbat, man darf das Pesachopfer darbringen. Bnei Betera, schau, unsere Gelehrten, sie sitzen am Thron, sie sind die Fürste, Bnei Betera. Sie sehen, es gibt ein Gesetz, das wir verpasst haben, das wir nicht mitbekommen haben. Es gibt jemanden, der besser ist als wir. Wir streben nach der Wahrheit. Wir suchen nicht Abkürzungen oder wir suchen nicht das, was uns angenehm ist oder was mir lieber ist. Das ist die Wahrheit. Du hast recht. Nicht nur du hast recht. Sie steigen aus ihrem Thron aus und sagen, du bist jetzt der Fürst. Hillel Zaken. Und dann fragt man ihn, Moment, wenn jemand vergessen hat, das Schlachtmesser mit sich zu nehmen am Schabbat, was macht man da? Sagt, ich habe es vergessen, ich weiß es nicht. Auch er, noch wiederum, schau, wie treu man zur Wahrheit sein muss. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber dann sagt er, Pukhasei mai amadavar, ich habe es vergessen, aber geh raus und schau, was die Gemeinde macht. Weil jeder aus Gewohnheit, die machen das, was sie von ihren Vorfahren bekommen haben. Und dann haben sie gesehen, wie einige das Messer zwischen den Hörnern von dem Schaf gegeben haben. Oh, sagte jetzt, ich habe mich erinnert. Wenn jemand vergessen hat, soll er das machen. Das heißt, du siehst hier, vergesslich, eine Person kann vergessen, aber als Gemeinde ist es nicht zu vergessen. Und jetzt, wenn wir haben jetzt so etwas, so ein riesengroßes Ereignis, man hat die Torah gefunden, jemand behauptet, er hat die Torah gefunden. Und dort steht geschrieben jetzt, wie wir uns verhalten müssen. Dort steht geschrieben, all unsere Gesetze, von wo wir gekommen sind und alles. Das werden wir vergessen. Wir haben noch kleinere Sachen oder zum Beispiel, ein schönes Beispiel für eine plötzliche Landung. Zohar HaKadosh.
Sefer HaZohar. Kennst du Sefer HaZohar? Seit wann haben wir den Zohar? Das Buch Zohar. Seit wann haben wir das? Sehr gut, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vor ca. 1800 Jahren. Rabbi Shimon Bar Yochai. Tana Rabbi Shimon Bar Yochai. Aber in unserer Hand haben wir es bekommen seit 700 Jahren. Von 1800 bis 700 Jahren, da war, es ist irgendwo verloren gegangen. Und vor 700 Jahren ist gekommen ein großer Gelehrter, Rabbi Moshe de Leon. Und er hat diesen Zohar HaKadosh, hat es gefunden. Das heißt, du liest da nicht die Tora. Zohar HaKadosh, wir wissen genau, wann das war. Wir wissen genau, wer es gefunden hat. Nur wenn du sagst, ist das da bei der plötzlichen Landung der Tora, irgendjemand hat es gefunden und warum haben wir nichts davon? Also wieso können wir uns daran nicht erinnern? Also wieso steht nirgends, in keinem Buch steht geschrieben oder keiner erzählt, wann es war, wo es war, wer es gefunden hat, steht nicht geschrieben. Es gibt, wir haben, im Talmud haben wir Shishas Darim, ja, sechs Säulen, sechs Ordnungen. Im Babylonischen und auch im Jerusalemischen. Viele Masechtot, viele Traktate sind während des Exils sind verloren gegangen. Besonders zum Beispiel da, beim Jerusalemischen Talmud, Seder Kodashim, also die ganze Ordnung von Kodashim, die haben wir nicht, die ist weg. Kodashim, bei der Opfergabe, ja. Die gibt es nicht, die ist im Exil verloren gegangen. Vor über 100 Jahren circa ist gekommen ein Mann namens Zusha Friedländer. Und er hat behauptet, er war in Izmir, in der Türkei. Und er hat dort getroffen den Urenkel von Rabbi Joshua ben Benishti, Achelkat Joshua. Er, dieser Rabbi Joshua ben Benishti, er war ein Kommentator über den jerusalemischen Talmud. Und er hat mitgebracht Handschriften vom jerusalemischen Talmud, von diesem Seder Kodashim, von dem verloren gegangenen, von dieser verloren gegangenen Säule, von der Ordnung, ja. Boy, alle haben das gehört, alle Rabbiner, alle Gelehrte fasziniert, Baruch Hashem, wow, es kommt jetzt das, was, es ist vor 1500 Jahren wurde es geschrieben. Und jetzt vor, das heißt, wir bekommen eine Begrüßung von vor 1500 Jahren. Ein neues Buch, neu, das, was uns verloren gegangen ist. Überall, man hat gespürt, Chashmal Ba'avir, wie man das schon sagt. Ja, überall, alle Rabbinen haben schon im Vorhinein Geld bezahlt für die Druckerei. Wenn es kommt, ich will sofort den ersten Set haben. Zwei Monate später hat sich herausgestellt, das war verfälscht. Wie? Chachmei Israel wissen das, unsere Gelehrten, sie, uns kann man nicht reinlegen. Wenn jemand bringt irgendetwas und behauptet, es wird geprüft, die Rabbiner, die Gelehrten schauen in die Tiefe, schauen wir mit, ist das wirklich das? Weil viele Sachen werden zitiert, von dort, daher, und er zitiert irgendetwas, was heute auch nicht gibt. Es gibt von den Rishonim, und auch bei der, gibt es manchmal Zitate von diesen verschwundenen Jerusalmi. Rambam hat auch darüber von dem zitiert. Jetzt, wenn du findest ein Zitat beim Rambam und dort gibt es nicht, heißt es, es ist gefälscht. Das heißt, so etwas, auch diese dritte Möglichkeit ist eigentlich unmöglich. Weil wenn sie geschehen wäre, dann müssen wir irgendein Gedenk dafür haben, irgendeine Erinnerung dafür haben. Gibt es kein Sechel, es gibt keine Erinnerung dazu. Niemand weiß, wann es war. Niemand weiß, wer es gefunden hat, wo es gefunden wurde. Darum, diejenigen, die kommen und behaupten, diese dritte Variante, diese dritte Möglichkeit, auch die müssen wir leider Gottes ausschließen. Das heißt, wenn jetzt die zweite Möglichkeit von der Verschwörung ausgeschlossen wird und die dritte Möglichkeit ausgeschlossen wird von dieser plötzlichen Landung, was bleibt uns übrig? Nur die erste Möglichkeit. Was war nochmal die zweite? Die zweite, die Verschwörung. Dass Leute zusammengesessen sind und sich
Wieso gibt es keine Informationen? Überhaupt. Wie meinst du das? Von der ersten Möglichkeit, wann es war. Steht geschrieben. Bei der Erde. Weil du sagst. Zweite Möglichkeit, haben wir gesagt, ist unmöglich. Dritte Möglichkeit ist unmöglich. Die einzige Möglichkeit, die uns übrig bleibt, die wir nicht ausschließen können, ist die erste Möglichkeit. Weil dort steht geschrieben, wann es war, wo es war, wer all dort mitbeteiligt war, was genau war zu dieser Generation. Stell dir vor, jetzt ein, von der ersten Generation, nehmen wir an jetzt eins von den zwei unmöglichen Varianten. Jemand kommt mit dem neuen Buch und sagt, schau, hier das Buch, wir sind jetzt in der Wüste, die erste Generation, hier das Buch steht, eröffnet und sagt, Moment, hier steht geschrieben, alle Leute essen Manna. Wo ist Manna? Hier steht geschrieben, Moshe Rabbeinu. Wo ist Moshe? Wo ist Joshua? Wo? Du siehst, das heißt, dort, also im Buch bei uns, man redet direkt zu dieser ersten Generation. Du hast gesehen, du hast gehört, dein Schuh bei dir, mit dir, alles in Form von direkt von dem Schöpfer oder von Moshe Rabbeinu, was dort war, immer direkt zu den Personen, zu dieser ersten Generation. Ja. Die dritte Möglichkeit war, dass jemand sich isoliert hat, gegangen ist, zurückgekommen ist. Und plötzlich mit was Neuem gekommen ist. Okay, und ist das nicht, was bei der ersten Möglichkeit passiert ist? Nein. Moshe ist aufgegangen. Das heißt, ich wiederhole es noch einmal. Das heißt, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich wiederhole noch einmal. Bei der dritten Möglichkeit, jemand hat sich isoliert, kommt nach einer Zeit mit einem Buch und sagt, schaut, das war das. Bei der ersten Möglichkeit, das war nicht so. Bei der ersten Möglichkeit, niemand hat sich isoliert. Alle waren am Berg Sinai. Laut dem, was geschrieben steht. Alle haben gehört dir, nicht von Moschee, direkt von Gott. Anochi Hashem Elokecha. Alle haben den Mann gegessen. Niemand erzählt uns, dass jemand gegessen hat. Bei der ersten Generation. Alle haben den Mann gegessen. Alle haben gesehen Aaron, den Mishkan, alle Wunder, die in der Wüste waren. Alle haben das gesehen. Und das, was sie gesehen haben, steht in diesem Buch. Und sie bekommen diesen Buch. Jetzt, wenn etwas, was nicht war, dort nicht, wenn es nicht so gewesen wäre, man hätte das Buch nicht angenommen. Entschuldigung, ist das nur auf Torah Mitzvah oder auf Torah Beitel? Wir reden jetzt, jetzt ist die, über die schriftliche Torah. Bei der mündlichen Torah, da gab es eine extra Serie, kann man sich nachher die ganze Serie anschauen, das ist, ich will jetzt nicht alle sieben Stunden jetzt wiederholen. Womit haben wir angefangen ganz am Anfang? Es gibt manche, die die Wahrheit suchen und die Wahrheit finden und fröhlich mit der Wahrheit sind. Baruch Hashem, du siehst, du hast die Wahrheit gesucht, hast die Wahrheit gefunden und bist damit fröhlich, wenn das die Wahrheit ist. Baruch Hashem, damit, auch wenn es schwierig ist. Ja? Auch wenn es schwierig ist, aber das ist die Wahrheit. Es gibt manche, die die Wahrheit gesucht haben, aber die Lüge gefunden haben und denken, dass das die Wahrheit sind. Also laut dem, was wir jetzt gelernt haben, sind es die Christen und die Moslems. Zu denen reden wir nicht. Als Beispiel, ja. Stell dir vor, jemand, er erfährt, wer seine biologischen Eltern sind. Und es stellt sich heraus, dass seine biologischen Eltern sind genau diejenigen, dass seine jetzigen Eltern ihm die ganze Zeit gepredigt haben, dass er sie hassen soll. Jetzt, wie willst du, dass er sich jetzt umstellt? Er hat die Wahrheit gefunden. Aber es ist schwer jetzt, sich umzuwandeln und sagen, okay, aber es kommt darauf an, wie hart du nach der Wahrheit suchst. Es gibt manche, die die Wahrheit suchen und die Wahrheit gar nicht finden wollen. Die kommen gar nicht zum Schuh. Die wollen gar nicht die Wahrheit finden. Aber es gibt manche, die Wahrheit gesucht haben und sie gefunden haben. Es fällt ihnen aber schwer, diese Wahrheit zu bekommen. Dann sollen sie sich mit der Wahrheit auseinandersetzen. Noch einmal, was wir bis jetzt gesagt haben, ist, es ist unmöglich, die letzten zwei Varianten. Das heißt, nur die erste Variante ist uns übrig geblieben.
Aber trotzdem, nur darauf zu basieren, ist noch nicht. Also die Serie geht noch weiter, wo wir noch, bis jetzt haben wir nur jetzt die negativen, weil es nicht so ist, deswegen ist es wahr. Aber wir wollen nicht unser Glauben darauf basieren, dass nur weil es nicht so sein kann, ja, nicht darauf basieren. Wir werden besonders schon noch weiter schauen, einige Punkte, um zu sehen, was da ist. Aber ich sehe, dass zeitlich wir es leider heute nicht mehr schaffen werden. Wir werden Bezrat Hashem nächste Woche, ich bin nicht da, übernächste Woche machen wir dann weiter.